Also, wenn ich das Game gewonnen habe, bin ich durch, oder? Oh fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst! Bitte gönn, bitte gönn. Ehrenmann, Ehrenmann! Jo, was, Digga? Moin, willkommen zu Tag 2 vom großen Streamer Projekt Caro. Die heutige Episode ist eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Okay. Wünsch mir Glück. Wünsch mir Glück. Let's go. Huch. Okay. Fokus, Fokus, Fokus. Kriegen wir hin. Okay. Entferntürme und Packers werden schwierig. Okay, wir haben das Geld nämlich auf 8. Die Nudeln, den Prinzen komplett. Vor allem noch keinen Zeppert. Mini-Packer auf Level 8. Ach du heilige Sau. Kanone auf 1, lol. Lol. Let's go. Okay. Deswegen hätte ich... Oh, ich habe sogar Level... Oh mein Gott, was? Die Musketeers One-Shot. Die Minions clean gut ab. Wir haben mit Skarmi in den Knick. Warum tankt denn der Mini-Packer für den Giant in der Situation, okay? Giant. Ja, Alkoholiker ist aber nicht möglich. Also zeitlich ist das ja unmöglich. Nicht jeder hat immer gleichzeitig. GG's. GG's. Weiter geht's. Bro. Okay. Pfeile predict. Oh, that's wow. That's huge. Ja. Junge, bisher sind die Leute schlechter als in Arena 1. Was? Was? Als ob der Baby Dragon so lange, so weit spuckt. Sieht ja ganz gut aus. Komm, mach den Hit. Ehre! Massiver Feuerball! Massiv! Oh ja! Booster Max, danke für die 11 Morde. Couscous, danke für euren Support. Arena, appreciate it. Komm jetzt, gönn. Ehren Mini-Packer. Unehre, dass der andere Mini-Packer den noch killt. Och was? Bro, wieso ist man so? Junge, jetzt waste ich nochmal 30 Sekunden, Digga. Hallo Verotag, wie geht's dir? Enjoy, danke auch für 8 Ehren, Bruder, Walla. Och Gott. Junge, muss ja später losfahren, Zug. Geh Mini-Packer rein. Ne, ich geh später nicht nochmal live. Sonst wäre ich ja jetzt nicht live. Okay, nicht so nice. Bisschen nervig, dass das so lange gebraucht hat. Schaff's nur bevor. Ich spiele heute zählen nicht, Leute. Ich spiele heute nicht zählen. Leute, denkt doch mal nach. Sonst wäre ich doch jetzt nicht live. Bitte gönn, bitte gönn. Ehrenmann, Ehrenmann! Er ist der Ehrenmann. Danke dir, dass du mir eineinhalb Minuten gesaved hast. Kuss, 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 Kuss. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ah, die Feuerballentscheidung auf den Arch und statt auf das Musketier ist interessant. Oh, Bruder, aber auch die Pfeile von mir waren auch nicht besser, Digga. Alles gut, okay. Archers rein, ich hoffe, ich glaube, er hat aufgegeben. Let's go! Okay, never mind. Aber ich glaube, das macht den Kohl auch nicht bratig. Das haben wir gewonnen. Egal, egal, egal. Ehren! Das Ding ist, wisst ihr, dass das cool ist an Streamer sein? Mir ist es so egal, welcher Wochentag es ist, weil jeder Tag ist Wochenende. Willst du gehatet werden?
ich werde eigentlich von null gehatet. Es gibt eigentlich keinen Menschen, der mich nicht mag, oder? Also es gibt ein paar Menschen, die mögen mich nicht, aber ich kriege eigentlich null Hate. Außer einer hat mich... Irgendwie vor ein paar Wochen hat mich einer gefragt, Nutella mit oder ohne Butter. Dann habe ich gesagt, ohne. Dann antwortet er auf die Insta-Story, Stück Scheiße, warum ohne? Dann hat mich das irgendwie gestern noch einer wieder gefragt auf Instagram. In der Fragesticker. Dann habe ich gesagt, nur ohne. Dann sagt er, ich hasse dich und deine Familie, warum ohne? Das ist doch trocken wie ein Stein. Junge, ich liebe es. Einfach, ich hasse dich und deine Familie. Imagine, ich würde die Frage nochmal in einem Monat beantworten. So, erstmal war es ein Stück Scheiße, dann ich hasse dich und deine Familie und in einem Monat will er mich wahrscheinlich umbringen oder so. Fireball, finish off the game, I guess. Oh Mann, das ist so nervig. Okay, denkt ihr, wir können Arches durchsneaken? Ehre. GG's. Ehre. Problem ist, dass die Minions gewonshot werden vom Musk. Ein bisschen Pain ist, vor allem, weil das Musk dann noch zwei jetzt am Turm macht ohne Grund. Ich glaube, ich bin gut. Also, ich bin natürlich der Erste, der es macht. Ich bin der Erste, der heute pusht. Also, diese von 600 auf 1,3. Aber ich persönlich würde sagen, dass ich gut in der Zeit bin. Was sagt ihr? Also so vom Feeling her würde ich sagen, dass ich nicht als Letzter rausfliegen sollte. Ich glaube, es wird nie krass schwierig. Es kommt, außer ich habe Pech mit dem Kartenlevel, aber so 3,5k könnte es eklig werden tatsächlich. Kommt natürlich auch an, was wir ziehen so für Stuff. Wenn wir so, es kommen auch noch welche Legis wir ziehen. Wenn wir Mega-Ritter ziehen, dann sollte eigentlich alles all good sein. So, wenn wir zum Beispiel so Prinzen so ziehen, dann wäre Schmutz. Meinst du, es ist ernsthaft Verotech oder nicht? Ich habe immer Angst, dass die Goldleute Skarmy haben. Skarmy ist so eine Witzkarte. Und wie broke ist eigentlich Grabstein? Oder was? Ich hätte Feuerballen sollen, I guess. Vielleicht hätte ich ihn one-shotten können. Ich habe jetzt eigentlich nichts dagegen, vor allem wenn der Mini-Pack noch von den Skellies genudelt wird. Ja, das war schlecht. Egal, Kevin. Wir nehmen noch den anderen Turm mit für... Pass. Können wir eine Sekunde sparen? Ne, das reicht nicht. Zu wenig Damage von den Truppen. Machst du deine Brille sauber mit einem Brillenputztuch? Hier, bringen wir mal Skarmy rein. Problem ist der Mini-Packer. Okay, mit den Skellies nur zwei jetzt zum Glück. Okay, sollte gewonnen sein, let's go. Feuerball einfach hier drauf auf irgendwas. Sehr geil, GG's. Sehr, sehr geil, GG's. Es läuft. Plus 29 nehmen wir mit, weiter geht's. Die Gegner angefeuert. Die Gegner sind hart trash. Die Gegner sind schlechter als in Arena 1 und 2, Mann. Einfach meine Games gecastet, Digga. Einfach der Arena 2 cast, Digga. Wilde Games. Junge, die Gegner sind schlechter als in Arena 1. Ich habe das Gefühl, es sind nicht so viele Smurfer unterwegs. Hier sind die ganzen Rannies unterwegs. Imagine deine Karo wäre jetzt im Chat, Bruder. Das ist schon ein paar Jahre her, Digga. Karo, ich finde jeden Kuchen eigentlich geil. Kuchen ist allgemein OP. Aber eher so fruchtiger Kuchen ist geil. So Erdbeer oder sowas. Kirsche. Apfel. Käsekuchen ist auch sehr, sehr OP. Ja, Käsekuchen ist wirklich komplett OP. Ja, okay, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Wie Kuchen räudig. Kuchen ist geil. Nee, Brownies sind räudig. Brownies schmecken echt nicht geil. Aber Kuchen finde ich nice.
Hä? Okay. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, unser King Tower ist fast down. Helfer! What? Der geht in den Turm? Wie 2 AP. Okay, all good. Der Sieg war nicht so erwartet. All good. Wie schlecht. Hä, was geht bei ihm, Junge? Wieso ist der Baby am Turm gewesen? Die Musketieren war doch da viel näher dran. Okay. Aber die Musketieren war doch viel näher dran. Scheiß drauf, Digga. Also, dass der Baby am Turm gegangen ist, war ein Witz, Digga. Witz. Bist du roh? Ja, natürlich bin ich roh, weil es peinlich as fuck ist, Digga. Das ist so, als ob die irgendwie, keine Ahnung, jetzt zieht die Unterhosen im Sponnen durch runter, Digga. Klar, ich wäre echt ein Rotmann. Bin auch nur ein Mensch, Digga. Gute Pfeile, immerhin. Wenn jetzt noch eine Skar mir, dann wein ich, Junge. Ja, komm, jetzt ein schneller Win gegen den Beauty Boy. Ich spiele einfach gegen mich selbst. Lol. Junge, wir waren so gut drin, jetzt ist es alles schwierig. Och, Walla, was soll das, Ikerem, Junge? Ja, komm, leck mich fett, Gegner, Digga. Leck mich fett, was soll die Scheiße, Digga? Junge, du hast eh verloren, gib doch einfach auf. Er macht einfach Zeitspiel, Digga. Er chillt bei einer Eckfahne wie so ein Penner, Digga. Och man. Imagine, ich flieg raus wegen der Niederlage. Das wird mich killen, Digga. Das wird mich killen. Junge, wir waren so gut dabei. Jetzt sind wir wie Hardcore Stark gegen irgendwelche Randys. Was ist schon wieder mit Grabstein? Mast jetzt rein. Feuerball, Feuerball, Feuerball ist gut. Feuerball ist sehr gut. Feuerball ist sehr, 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 sehr gut. Musketieren rein. Bitte, 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 bitte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hä? Ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, Junge. Die Leute sind so. Oh mein Gott. Ja, moin, Digga. Okay, all good. Lol. Komm, dann nimm doch meine Ehre. Dann nimm sie doch. Dann nimm sie doch. Ich nehme sie aber auch. Pfeile predict. Fuck. Fuck. Fuck! Ich denke, ich verliere das, glaube ich. Oh, Ehre, Ehre, Ehre. Guter Chip, guter Chip. So, Pfeile predict jetzt. Friss das, friss das! Friss. Oh! Da ist er! Wenn er gebraucht wird, ist er da! Ein Game noch. Ja, mach mal, David. Send ihm ein bisschen an Janna. Nein, die Pfeile! Egal, oder gut. Mein Turm sollte eigentlich gesaved sein. Okay, all good. All good, all good, all good. Turm ist down.
Damit soll. Also, wenn ich das Game gewonnen habe, bin ich durch, oder? Das heißt, ich kann die Zeit gleich stoppen. Wir müssen uns mal ready machen. Oh fuck. Jetzt habe ich nicht aufgepasst! 50 HP, bitte hab keinen Feuerball. Okay, all good. GG's. Wir warten kurz. Genau jetzt. 57-13, I guess. Hä? Yes. Mega lang oder nicht? Mega bad. You washed! Diese eine Niederlage hat mich komplett mindfuckt. Ja, 57-13, 57-14, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Delay im Kopf, das heißt 57-13 passt. So kommen wir nun zum Gesamtergebnis. Da Morten der erste Spieler war, der den zweiten Tag von dem Projekt gespielt hat, wusste er noch nicht, wie es um seine Platzierung ausschaut. Bedauerlicherweise war Morten der langsamste Teilnehmer und ist somit aus dem Projekt ausgeschieden, lol. Schon ein bisschen weird. Kann man nix machen, leider. Peace out, bitches.